Metal-Freunde und herzlich willkommen zur 5. Folge Hater Talk. Ja, hallo, hallo. Ich begrüße heute den Rainer Zufall. Ich danke dir, dass du da bist und ja, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Ja, Metal, Leute. Ich danke auch sehr herzlich für das Gespräch so. Und ja, ich freue mich auf das Austauschen über das Drachengame und schauen wir mal, was daraus wird. Ja, erzähl mal, wie bist du denn, ich sag mal, reingeslidet? Wie hat sich das bei dir zugetragen? Wenn ich kurz ausholen dürfte, Natürlich, natürlich. Einer meiner Gemeinsamkeiten, sage ich, mit dem Drachenlord ist halt die, dass sowohl er als auch ich auf einer Sonderschule waren. Bei mir war das halt insbesondere halt deswegen, weil ich einfach damals einfach mit dem Schulalltag einfach noch überfordert war. Oder ich war halt einfach noch nicht so weit einfach für die Schule so. Und ja, und dann war ich natürlich auf der Sonderschule. Weil ich viel gehört habe, halt ja, von wegen hier, weil einer ja irgendwie gegen jemanden losgegangen ist mit einem, der im Rollstuhl war. Also das impliziert für mich halt immer so, dass Menschen mit schweren Behinderungen auf der Sonderschule waren, aber zumindest bei unserer war das halt viel mit Verhaltensauffälligkeiten. Also rein von den Bildern her, das sieht man ja von denen, die was gelegt wurden, könnte es fast eine normale Klasse sein, rein vom optischen her, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist doch meistens sowas wie ADHS, LRS und solche Sachen, ne, denke ich mal. Sowas. Ja. Und ja, bei mir war das halt so. Ja, vielleicht war ich jetzt vom Verhalten her ein bisschen auffällig. Und das hat dann natürlich auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ja, dass ich halt gemobbt wurde. Aber weniger so im Tyrannenstil. Also oft ist ja hat man ja im Mobbing-Setting oft jemanden, der einfach jemanden beherrschen will, so. Bei mir war das halt, so komisch es klingt, aber so Aktion-Reaktion-Ding. Keine Ahnung. Hier immer Erster sein, wenn man sich anstellt und so weiter. Und mit der Zeit war das dann halt, kam das halt nicht gut an. Also, ne, das hat sich dann halt einfach so etabliert. Und zu der Zeit hatte ich dann keine sehr schönen Gedanken, also überhaupt nicht. Also das war eine sehr schwierige Zeit für mich so. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ja, also ein Beispiel, das ist auch was mir beim Rainer immer so ein bisschen fehlt, sage ich mal, wenn er sich eh schon als Opfer darstellen möchte. Ja, dass er nie wirklich, also dass ich mir nie wirklich vorstellen kann, wie also das ausgehält sehen hat sollen. Also wie bei ihm das Mobbing ausgesehen hat. Also so weißt du, dass er das irgendwie konkretisiert einfach. Naja, er hat ja so ein paar Geschichten immer erzählt, aber dann kam halt mehr rüber, dass er mal hier, was hat er erzählt, mit der Kopf auf der Tischplatte und so. Da hatte ich manchmal das Gefühl, dass er eher manchmal der Mobber war, aber ja. Das kann ich mir schon eher vorstellen, dass er er hat ja generell so eine sehr eigene Sicht auf das Ganze. Das hat man ja zum Beispiel gesehen, wo er auf Excel reagiert hat. Da hat man auch so richtig gesehen, dass er, ich weiß nicht, dass er sich so rüberkommt, als wenn er jetzt damit der Coole wäre oder so ähnlich, ja, keine ja, Ahnung. ja. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist doch auch so, wenn Hater vorm Tor standen. Zum Beispiel, da ist jetzt jemand, der ist ein bisschen korpulenter. Rainer sucht sich dann immer die Schwächen der Gegner aus. Also sagen wir mal, keine Ahnung, der ist ein bisschen dicker oder da ist jemand, der hat eine Brille auf. Ne? Und das sind für mich auch ja so Charakterzüge von jemandem, der halt andere mobbt. Ne? Deswegen, ich bin der Meinung, vielleicht hat er damals sich gemobbt, aber er war, ich glaube nicht, dass er groß gemobbt wurde. Ich glaube, er wurde eher gemieden oder so. Ja,
Also kann ich mir halt auch vorstellen, insbesondere wenn er schon reingeht mit, ich wurde 10 Jahre gemobbt. Ja. Also bei mir war das ja schon gewisse Zeit lang, aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo lang, lang nichts war. Ja, also das hört sich halt für mich halt eher so an, ja, ne, so wie jetzt heute, so, ah, ich werde gemobbt und dabei ist halt, ja, einfach die Reaktion auf das, was halt Rainer macht, so. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber nochmal zu meiner Frage zurück. Wo hat es dann angefangen? Also, wo hattest du dann die ersten Berührungspunkte mit Rainer? Ja, sorry. Nee, alles gut, alles gut. Alles entspannt. Und zwar hat mir jemand den Link geschickt. Also, das war so ein Video. Das müsste einer der ersten Dragon Mondays gewesen sein. Ach, schön. Wo er noch. Boah. Also, ich habe es mal versucht zu finden, aber das war, wo er noch vor den ganzen Postern stand. Ja. Und da hat er irgend so einen Monolog gehalten, ja, von wegen hier, hier Mobbing, dies, das. Ich hab mir zuerst gedacht, okay, keine Ahnung, ein dicker Typ, ein bisschen verkümmert, also so ein bisschen, also du hast so ein bisschen schon so angesehen, okay, keine Ahnung, er scheint so ein bisschen neben der Spur zu sein. Ja. Aber das, dieses, ja, ich bin so ein bisschen verpeilt, ich weiß nicht so ganz, wie die Videos macht, ist das. Kannte ich von so manch anderen YouTubern, das ist halt so ein bisschen der YouTube-Stil so für mich. Deswegen war halt für mich so Rainer so, ja, okay, keine Ahnung, dann ist halt ein wenig dumm oder so. Oder verpeilt, wie auch immer. Ne. Aber das wäre ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Und ich bin halt langsam nach und nach so ein bisschen reingekommen und deswegen wollte ich. Oder deswegen habe ich vorhin auch kurz ausgeholt, weil bei vielen YouTubern habe ich halt gesehen, ja, hat keine Ahnung, Abitur, dies, das, alles gut, das gönne ich ihnen. Aber so, weißt du, dann hast du halt niemanden, zu dem du so relaten kannst, einfach so ein bisschen. So, der so das durchgemacht hast, was du durchgemacht hast. Und dann war bei Rainer aber so irgendwie, ah ja, der war ja auch auf einer Sonderschule und dann hat man so ein bisschen gedacht, ja, okay, so, also man hat halt Gemeinsamkeiten gefunden gewissermaßen. Ja, also du konntest dich am Anfang quasi mit ihm identifizieren, weil es dir halt bekannt Ja, vorkam. Verstehe ich Stück schon, weit, ja. 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 Ne, also man hat halt eben die ganzen Parallelen. Ja, und irgendwann kam aber. Boah, das muss so ein YouTube-Startseiten-Ding gewesen sein. Du machst halt YouTube auf, siehst die Startseite und dann werden Ja. dir Videos vorgeschlagen. Da war dann irgend so ein Reaction-Video, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mir mal an. Und ja, also ich glaube, das war das Video von Roxa. Da hat er dann irgendwie reagiert. Und so hat sich dann bei mir das so ein bisschen etabliert, dass ich zwar schon die Videos von Rainer gesehen habe, ah, das habe ich vergessen zu sagen, das dürfte so im Jahr 2015 oder sowas gewesen sein, 16, 15, 16, irgendwie sowas, so lange her ist das Doch, schon. doch schon relativ lange dann dabei quasi, Ist ne? schon, ja, das war, da war noch die Stromloszeit ziemlich aktuell. Ja, ich bin, also ich kann es aber Und nicht so genau benennen. Ich würde aber auch so sagen, so 15, 16, vielleicht auch erst 17, aber ich habe auch schon mehr als genug gesehen, muss ich ehrlich sagen. und ich, also bei anderen höre ich immer ziemlich schnell raus, dass du siehst, stoßt auf das Drachen-Game und das etabliert sich relativ schnell, dass viele so als Hater mutieren oder halt dieses Drachen-Game als, ja, das Drachen-Game sehen. Also für mich war das halt einfach so, okay, das war halt eben der verplante YouTuber und da gibt es halt einen, der halt die Reactions macht. Wie groß der Kaninchenbau war, das kam dann halt über die Jahre, weil Ja. es gab auch Zeiten, wo ich 3, 4 Monate gar nichts geschaut habe oder wo ich einfach gesagt habe, ja, who cares? Und
Ja, und das war dann so von Zeit zu Zeit. Das ist halt auch das Nächste, dass manche dann sagen, seitdem bin ich drinnen. Und bei mir war das aber so, ja, wie gesagt, halt, ne, so von Zeit zu Zeit, dann gab es einmal Monate oder fast ein Jahr lang, wo ich gar nichts mehr konsumiert habe. Und ja, und einer der, ja, der größten Momente, die was mir aufgefallen sind, war halt eben der Mittwoch. So. Und auch da habe ich so, ja, schon so ein bisschen, ja, nicht Gemeinsamkeit, aber also ich kann mich leider auch so an eine Situation in meiner Klasse erinnern. Bei mir war das halt so, ja, wie soll man sagen, ich hatte halt ja, Akne oder halt recht viele Pickeln und so weiter. War jetzt vielleicht auch nicht so der gepflegteste. Ja, und ne, und also so leicht ungepflegt, wie auch immer. Und dann war das an einem Tag so, da hatte ich Geburtstag. Und dann hatten die halt zum Spaß, ja, so Pickelcreme mir geschenkt. Und das war dann halt schon schwierig. Also ich habe halt die Selbstbeherrschung gehabt, halt sozusagen, ja, vom Inge, ich nehme es nicht an und runtergeschluckt so, aber innerlich war, ja, Es hat Spuren tumult. hinterlassen, ich verstehe schon. Es hat Namen hinterlassen, ja, also seelische Namen, aber Namen halt. Und beim Mittwoch war das dann halt so ähnlich, so dass ich halt, also um das vorwegzunehmen, also ich weiß, wie das dann im Interview war, da das mit, sie hat ja geschrieben mit Suizid und dann, keine Ahnung, hier Wasser ist heruntergeladen, die ist das. Oh Gott, ja. Aber das wusste ich halt in dem Moment nicht. Und du siehst ja halt nur diesen Moment, wo das dann passiert, was halt passiert ist. Ja, So, natürlich. hier, du bist ein besonderer Mensch und mit besonders meine ich. Und dann steht halt erstmal der Moment. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich lange, lange Zeit erstmal eher so pro Rainer war. Weil, ja, sowas wie der Mittwoch halt, also da wird dann Rainer, oder da kann Rainer sich auch hinterher so darstellen, als das Opfer, das er halt sein will, so, weißt du? Ja, ich muss auch sagen, also ich kann das schon verstehen, wenn ich mich jetzt in die Lage reinversetze, ich treffe jetzt erstmal im Internet auf Rainer und dann sehe ich halt nur diesen Antrag und sehe, okay, der ist ein bisschen korpulenter, er erzählt, er wird seit 10 Jahren gemobbt, dann wird sowas abgezogen, weiß aber im Hintergrund nicht, was hat er gemacht. Die Leute haben ihn ja auch 100 Mal gewarnt, das ist ein Fake, bla bla bla. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann ja, da so reinrutscht und nicht nur Mitleid hat, sondern rein auch irgendwo supporten will, wenn man halt das ganze Bild nicht sieht. Deswegen, das verurteile ich auch nicht, weil das ist ja auch irgendwo menschlich, wenn man sieht, dass da jemand ist, der ja augenscheinlich unverdient da geschubst, gemobbt, was auch immer wird, ist es ja meiner Meinung nach sozial und menschlich, damit Mitleid und mit ja, Support zu reagieren quasi. Ja, und dann, wie gesagt, das war dann halt eben so zeitweise immer so ein bisschen, dass ich zwar gesehen habe, dass er verpeilt ist, aber ne, so, also für mich gab es dann halt doch noch Grenzen. Und ich bringe das zwar chronologisch jetzt nicht in der Reihenfolge, aber es gab dann halt so wieder Videos, so zum Beispiel, war keine Ahnung. Also ich bin ja zum Beispiel so ein großer Fan von den 1 versus 1 Konfrontationen. Also sei es in Banyan oder Lachflat, weil da auch, wie soll man sagen, ja, weil Rainer da einfach mit sich konfrontiert wird, weil er halt dann einfach, ja, weil er einfach da sich den Fragen stellen muss, denn um, Ja, klar. ja, wie sagt man, ne? Also so wie halt beim Band, Jan. Der hat zum Beispiel gefragt, ja, jetzt
Also er redet ja immer, ach, an dem Drink Monday habe ich 12 Stunden lang und ne, gesessen und geschwitzt. Und dann hat er zum Beispiel, das fand ich zum Beispiel ziemlich gut, ja, was ist jetzt konkret, oder was ist denn konkret das Schwierige am Schneiden? Und da hat er den schon ordentlich auf den Zahn gefühlt. Und an sowas. Also da siehst du dann halt rein, wie er halt dann halt ist. Ne? So, keine Ahnung, so wie jetzt halt mit Spotify. Ich streame ja nicht Spotify, sondern ich streame, na, ich streame nicht Musik, ich streame Spotify. So irgendwie Ich glaube, hat er andersrum sich war es, aber gesagt. ja, das ist so das, die argumentative Grundlage von einem 12-Jährigen, ja, klar. Ja, war das echt, ja, war andersrum. Ja, Ich irgendwie, weiß es ne, nicht mehr also genau, ja, aber ja. ich weiß genau, was du meinst. Ich habe es vorhin mir erst angeguckt, deswegen, ja, Ja. das ist wirklich, als ob du mit einem kleinen Kind da argumentierst. Und das ist halt Ah wirklich ja. bezeichnend, wenn du denkst, Rainer ist Mitte 30, ne, also. Naja. Ja. Und eben, ne, das deswegen bin ich da immer mehr dann doch auf die Hater-Seite gewechselt. Beziehungsweise insbesondere lange Zeit war, wie ich gesagt, okay, bin zumindest neutral. Weil Rainer sagt ja halt so neu, ah, ich habe hier neutrale Zuschauer. Aber ich glaube, dass er, wenn er das sagt, eher so im Kopf hat, ja, die haten mich nicht oder so. Oder um halt irgendwie noch eine zweite Gruppe zu den Zuschauern und Fans hinzuzutun, die ja halt nicht haten. Oder eine dritte Gruppe halt, ne? Ja, aber das heißt halt bei Neutralität, dass du halt eben beide Seiten anschaust, dass du sowohl die Hater als auch die andere Seite halt siehst. Und ja, ne, Rainer ist halt, was andere Seite anbelangt, ist schwierig. Ja, klar. Und ja, also zum Beispiel einer der Punkte, wo sich das bei mir gewandelt hat, weil viele haben dann halt gesagt, ja, okay, ich habe mir dieses Video angeschaut und da bin ich zum Hater geworden. Bei mir war das dann halt eher so Stück für Stück irgendwie sowas. Längerer Prozess quasi, ja. Ja, wie gesagt, eben wegen dem Mittwoch, das ist immer so ein bisschen so, es hat mir halt so ein bisschen die Sicht aufs ganze Game verzerrt. Aber so Ja. ein Ding war ja zum Beispiel eben die Stromlos-Staffel, wo er zum Beispiel gesagt hat, genau, dass sie 4 Jahre lang nichts abgebucht haben oder so ähnlich. Und da war dann so, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Weil, also, 4 Jahre lang wird keine Firma auf hier die Z Einzahlungen warten, weil dann geht's ja Nö, direkt weiter, ja. nee, natürlich, verstehe ich, ja klar. Was mich jetzt interessiert, weil du gesagt hast, du warst auch eine längere Zeit pro Rainer, was ja, wie gesagt, nicht schlimm ist, aber was mich interessiert, hast du jemals ja, ihn aktiv supportet? Also hast du dann, ja, ich sag mal, viel, ja, viele Videos geguckt, vielleicht sogar mal Geld gespendet, warst immer dabei, warst im Chat aktiv? Das würde dich interessieren. Nee, also da muss ich dazu sagen, dass die Wandlung schon zustande kam. Achso, im Chat, stimmt, er hat ja noch die Juno-Zeit. Ich wollte jetzt sagen, wegen YouTube-Streams, weil die hat er ja erst später gemacht, stimmt. Aber, nee, also das war halt eher so, ja, keine Ahnung, ich habe halt seine Videos geschaut, vielleicht mal geliked, aber Ja, ich verstehe, du konntest dich nicht halt mit ihm viel. identifizieren. Du hast ihn jetzt nicht aktiv supportet, du hast halt einfach gedacht, ja, mein Gott, kenne ich irgendwoher. Ich verstehe schon, ja, okay, alles klar. Ja, Und. aber das, wie gesagt, also das war dann zum Beispiel auch so Kommentare zum Beispiel eigentlich gar nicht. Und ja, also ich habe halt da auch gemerkt, okay, gut, er hat halt viele Hater-Kommentare unter den Videos, also die werden, also wenn ich kommentieren würde, die werden eh schnell verschwinden. Und
Ja, auch so ein Ding war zum Beispiel, wo sich mein Bild immer mehr gewandelt hat, war dann zum Beispiel, wo Iblali dann auf seine auf seine Fragen geantwortet hat. Das war dann so, dass er ja das Video gemacht hat und Rainer hat den Kanal offline genommen und dann hat Rainer das so, also dann hat dann Rainer den wieder online genommen und dann war dann so, was, Iblali, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und habe ich nichts mitgekommen und ich denke mir, ja, natürlich. Naja, er hat Ja. sich ja bei sowas immer gerne rausgeredet, ey, Ja. das Und stimmt, das stimmt. da, ja. Aber du wolltest was fragen, entschuldige jetzt. Ne, alles gut, alles gut. Genau, weil mir auch noch eine Frage einfällt. Und zwar, du hast ja erzählt, du wurdest auch gemobbt, ne? Und mich interessiert tatsächlich, also jetzt nichts zu dir, ich frag dich jetzt nicht aus, keine Sorge, sondern mich interessiert einfach, wenn man so eine Vergangenheit hat, also wirklich schon mal mit echtem Mobbing zu tun hatte. Wie sieht man das, wenn Rainer zum Beispiel seinen Mobbing-Podcast gemacht hat, wo er halt von Gott und der Welt erzählt und von Mobbing-Situationen und so weiter und so fort? Also ich, bevor du jetzt gleich redest, ich stelle mir das halt immer super schlimm vor. Ich wurde nicht gemobbt, Gott sei Dank kann ich dazu sagen. Aber wenn ich gemobbt worden wäre, dann würde ich ja noch netter darauf werden, was er da manchmal zusammenquatscht. Na, deswegen frage ich mich als jemand, der wirklich gemobbt wurde, wie sieht man das? Wie steht man dazu? Ja, also ich kann nur, also um es mal so zu sagen, also ich könnte so viel essen, nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, so. Weil, ja, wo fängt man da an? Also ich fange mal damit an, dass ich die Videos vom Rainer zu 97% nur durch die Reactions sehe. Also sei es von dir oder wie gesagt Oxa oder Mad Dog, Anidecker, wie auch immer. Ja. Weil, wie die meisten sagen, anders kann es mir nicht geben, so, weil insbesondere den besagten Podcast, wo er dann sagt, oh ja, zum Beispiel, das ist das, was mich leider tatsächlich ankotzt, muss ich sagen. So dieser ständige, oh ja, ah, ich hatte ne, Suizidgedanken und also muss zu meiner Seite sagen, ich hatte tatsächlich Suizidgedanken mit circa 12 Jahren und kann ich mich noch ziemlich genau erinnern, dass ich auch zeitweise den Wunsch hatte, ja, ne, so ein Hochhaus ist ziemlich hoch Ja, ich und verstehe ja. schon, ich verstehe schon. Und wenn er dann aber darüber redet, also vielleicht, Entschuldige, vielleicht hat man da zumindest bei mir gemerkt oder auch Menschen, die darüber reden, dass man da so ein bisschen in Stocken kommt, ne? Weil das einfach auch ein sehr unangenehmes Thema ist, weil das halt einfach, weil man halt die Zeiten durchlebt hat und wenn man das Ja. anspricht, dann ist das halt auch so ein bisschen. Man erinnert sich halt wieder an die Zeit. Und bei Rainer ist es aber mehr so, ah ja, hier, ich habe daran gedacht und du merkst irgendwie so, das ist das, also das ist einfach Aufmerksamkeit halt wollen oder halt, dass die Leute eher ja aufhorchen oder ne, dass halt dieses ah nee, bitte nicht und so weiter. Ja, das ist so ein Und stummer Schrei, hört mir zu, vielleicht noch ein paar ja, so, Mitleidsbahne ja. mitnehmen. Ja, ich weiß, was du meinst, klar. Und das finde ich so abartig und ja, also wenn ich da Reactions gemacht hätte, also dann ja, so halt wie das Serial Talk, so nicht so nett. Also ich glaube, YouTube würde da schon mal wegfallen, glaube ich. Also ich kann dir Und aus ja. Erfahrung sagen, viele, viele, viele Videos, wo Rainer über bestimmte Themen geredet hat, unter anderem diese Mobbing-Sache, da musste ich mir auch immer sehr, sehr zusammenreißen, wenn ich da Reactions gemacht habe. Hab teilweise Sachen auch nochmal neu aufgenommen, weil halt wirklich, es gibt so Punkte, da kocht dann die Wut einfach über, weil man führt sich dann vor Augen, er sitzt da und das, was er sagt, meint er auch ernst. Also, und
wirklich, er bringt das mit einer Ernsthaftigkeit und einer Seriosität manchmal rüber, also nicht seriös, sondern halt mit diesem, ja, so ist das Charakter. Und das triggert manchmal so hart rein, wenn er dann diesen ganzen Müll erzählt und damit Leuten quasi ins Gesicht spuckt, die halt wirklich Erfahrungen mit Mobbing hatten, Schicksalsschläge hatten oder was auch immer. Ja, naja. Was soll man dazu noch sagen? Vor allem, einer meiner Lieblingsstellen, also es wird ja zum Beispiel bei vielen gefragt, was ist denn die Lieblingsstelle, und da, ja, also im Game, und die Lieblingsstelle ist halt für mich so, wo, kannst du dich noch erinnern, wo Rainer ja das Streitgespräch hatte mit dem älteren Herrn, der hatte an der Hand, hatte ja irgendeine Behinderung, weswegen er nicht mehr arbeiten konnte, glaube ich. Und da hat der Herr zum Beispiel gesagt, was genau hat Rainer gegen Mobbing gemacht? Oder irgendwie so war der Wortlaut. Und da musste Rainer echt überlegen. Irgendwie so. Und dann hast du halt gesehen, wie es rattert. Naja, wie der Mund klein wird, klar. Ja, ja. Ja, und... Ja, touché einfach. Naja, klar. Nee, das, dann merkt man, das Gehirn rendert und was denke ich mir jetzt schnell noch aus? Und ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, und ja, eben, und halt eben das Typische halt einfach so dieses, nicht nur im Mobbing-Podcast, sondern halt überhaupt redet ihr ja generell viel über Mobbing und ja, du merkst aber bei ihm halt, dass das halt einfach nur, ja, der Narzissmus ist, der sich damit erklärt, warum er so gehasst wird. So. Also, dass er, dass, ne, dass es nicht seine Fehler sind, sondern ja, ich werde halt einfach gemobbt. Und das ist aber ja, halt das ist ja, nicht das, so. Das fängt ja schon an, wenn Leute ihn ganz leicht kritisieren, dass er dann auch denkt, das ist ja, Hate und Mobbing, das liegt an allen anderen, aber nicht an mir. Also, das, ja, das ist ganz klar, das merkt man ja. Was ich noch fragen will, auf jeden Fall, das ist so die Standardfrage für jeden, der hier sich hineintraut. Lieblingsstaffel. Vor allem, wenn du lange dabei bist, dann hast du ja auch schon vieles erlebt. Deswegen interessiert mich das besonders immer. Also ich sage jetzt mal die Junos-Staffel. Damalige, weil es da irgendwie das Drachengame irgendwie noch so, ja, so auch so noch eine Nuance von Humor so ein bisschen hat, vom Trolling, auch mit dem Regenbogenschaf damals. Ja, es war ja auch noch viel kleiner und noch unbekannt und ja, ich weiß, was du meinst. Und Rainer war ja zumindest in Relation noch nicht so extrem mit den Aussagen. Also klar, hier mit ich bin das größte Wesen. Ja. Da habe ich zum Beispiel halt so gedacht, ja, komm, von mir aus. Ne? So. Also im Elefanten kommt er schon recht nah, also das heißt. Er ist bald das größte Wesen, ja. Ich bin das schwerste Wesen. Naja, auf jeden Fall. Ich danke dir, wirklich. Ich danke dir für deine Zeit und ja, wünsche dir... Ich danke dir für die Möglichkeit, uns, auch den anderen Hatern, sich zu Wort melden zu können. Ja, natürlich. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf, nicht nur bei reiner Zufall, sondern auch an euch alle, wenn ihr Bock habt, mal zu quatschen, zu chatten, was auch immer, gerne einfach mal in die Kommentare schreiben oder am liebsten direkt mir eine E-Mail. Unten in der Videobeschreibung ist eine E-Mail und wenn ihr da Bock habt, schreibt einfach mal rein und dann können wir bestimmt über Discord mal ein bisschen talken, ne? Ja. Ja, nochmal danke für deine Zeit. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag auch den Zuhörern hier und sage Metal Off, das letzte Wort hast du. Ja, Metal Off und das Recht bleibt Matt.